Das ist Lilly. Lilly ist Ergotherapeutin und sie nimmt uns heute mit in ihre verschiedenen Arbeitsbereiche, um zu zeigen, was kann Ergotherapie alles sein. Ein Patient hat sich die Hand verletzt. Im Krankenhaus stellt Lilly eine Schiene für ihn her und hilft ihm dabei, die Hand wieder optimal im Alltag einsetzen zu können. Das kleine Mädchen hat Schmerzen beim Schreiben. Sie kommt im Unterricht nur schwer mit. Lilly zeigt ihr spielerisch, wie sie den Stift richtig hält. Jetzt macht ihr das Schreiben wieder Spaß. Lilly besucht eine Patientin zu Hause und fragt sie, womit sie im Alltag Schwierigkeiten hat. Sie kann sich selbst nicht mehr die Socken anziehen. Lilly empfiehlt ihr ein Hilfsmittel. So kann sie sich ihre Socken wieder selbstständig anziehen. In der Tagesstätte findet eine Gruppentherapie statt. Heute arbeitet Lilly mit der Gruppe daran, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Mit Erfolg, wie man sieht. Ein Patient sitzt nach einem Schlaganfall im Rollstuhl. Er hat Probleme mit dem Gedächtnis. Er weiß nicht mehr, wie er mit Besteck umgehen soll. Lilly hilft ihm dabei, seine alten Fähigkeiten wieder zu erlernen. Und jetzt weißt hoffentlich auch du, was Ergotherapie alles sein kann.